Herzlich willkommen zum Winterkongress 2021. Ich bin der Kubikpixel, diesmal aus dem Classroom und nicht von der Lounge wie vorhin. Ich möchte euch herzlich begrüßen zum Vortrag Kultur der Künstlichkeit oder Fakes und die Mythen der Technologie von Morgana Giraldi. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Kultur und Künstlichkeit, Fakes und Mythen der Technologie behandelt, was ist Künstlichkeit anhand von Beispielen aus Populärkultur und öffentlichen Diskursen. Setzt sich die Präsentation mit dem Konzept der Künstlichkeit auseinander, um mit sozialen und politischen Konsequenzen der Verlustes nachzuspüren, das sich sowohl in unserem ambivalenten Beziehung zur Technologie als auch zu unseren Mitmenschen abzeichnet. Und somit möchte ich schon weitergeben das Wort an Giraldi für ihre Präsentation und sie wird sich gleich selber vorstellen. Danke schon mal im Voraus für den Vortrag. Merci. Genau, ich bin Doktorandin an der Universität Zürich. Ich lehre eigentlich Englische Literatur und Textanalyse. Ich recherchiere aber für meine Doktorarbeit zu Medien, vor allem, also wir nennen das postcinematische Medien, das sind die Medien des 21. Jahrhunderts, und schaue mir vor allem Filme der letzten 10 Jahre an, die sich mit Robotern und künstlicher Intelligenz auseinandersetzen. Es geht, und da ist eben der Künstlichkeitsbegriff so als kulturelle Kategorie sehr relevant. Und ich werde heute nicht so fest eingehen auf diese medienanalytische Seite, sondern möchte mehr einfach im Kontext von dem, dass so ein bisschen im breiteren Kontext von Technologiediskursen möchte ich mich mit der Künstlichkeit auseinandersetzen, weil es eben eine offensichtlich eine relevante Kategorie ist. Genau. Und so, und anfangen möchte ich mit diesem Zitat von der Professorin Fei-Fei Li, die am Stanford AI Lab arbeitet, beziehungsweise dieses leitet. Und das Zitat ist von einem Artikel in der New York Times, How to make AI that's good for people. Und dort schreibt sie unter anderem: Despite its name, there is nothing artificial about artificial intelligence. It is made by humans, intended to behave like humans and affects humans. So if we want it to play a positive role in tomorrow's world, it must be guided by human concerns. Und jetzt vielleicht, weil ich mit Sprache und Texten arbeite, bin ich hier etwas pedantisch. Und zwar, vielleicht fällt euch das auch auf, kreiert diese Binarität von künstlich und menschlich, die ich so nicht ganz korrekt finde. Und wieso ich es überhaupt anspreche, ist, weil das Zitat immer wieder auftaucht an verschiedenen Orten. Das Anliegen hier ist mir eigentlich klar. Und zwar geht es ihr darum, dass wir das Erschaffen von künstlicher Intelligenz, von Algorithmen, von Programmen, wird von reflektiert menschliche soziale Strukturen und Glauben und Voreingenommenheiten und Ideale. Das ist mir klar, das, was sie meint. Aber trotzdem eben pedantisch möchte ich auf diese Binarität eingehen. Weil was ich glaube, ist, was es hier zum Ausdruck kommt, ist ein Unbehagen mit Künstlichkeit als Begriff. Und eben diese Tendenz auch, dass wir in Kategorien denken, oder menschlich, künstlich, Maschine, Mensch, Natur, Kultur oder Natur, Technologie. Und diese Dichotomien, die zum Teil überlappen die und zum Teil machen die irgendwie Sinn und zum Teil auch gar nicht. Und darum geht es mir ein bisschen heute. Ich möchte die Wurzeln dieses Unbehagens, das wir haben, beziehungsweise dieser Ambivalenz gegenüber der Künstlichkeit etwas näher anschauen. Und wenn ich brauche oft diesen Begriff Unbehagen oder eben auch Ambivalenz, und werde einen weiteren Begriff brauchen, und zwar, es geht hier um einen Affekt, also um etwas Affektives. Und Affektives, etwas, ein Affekt ist wie, ja, es ist Gefühlssache,
Aber es ist nicht das Gleiche wie ein Gefühl. Es ist das, es kommt vorgefühlt. Ein Gefühl können wir benennen. Das ist Wut oder Angst. Affekt ist ein Zustand, der kommt vor dem Gefühl, vor dem identifizierbaren Gefühl. Es ist ein Reflex. Genau, also etwas weniger Greifbares. Also schauen wir mal eben zu diesen Wurzeln des Unbehagens gegenüber der Künstlichkeit. Wir können anfangen mit der Metaphysik aus der Antike. Man denke zum Beispiel an Platons Höhlengleichnis, das ich jetzt nicht in seiner Ganzheit beschreiben werde, aber wo es Platon darum geht zu beschreiben, dass es etwas gibt wie eine Realität, zu der wir eine echte, wahre Realität, zu der wir keinen Zugang haben, weil wir in unserer Wahrnehmung und unserem Sein, aber vor allem in unserer Wahrnehmung, in einem tieferen, in einem Zustand der Verblendung sind. Wir sind wie in einer Höhle gefangen und wir sehen Schatten an einer Wand. Und diese Schatten, die geworfen werden, sind Schatten von etwas anderem, das hinter uns ist und das wir nicht sehen, von Gegenständen, die künstlich sind, zum Beispiel also von geschaffenen Objekten. Aber das Licht, das kommt von außen und außen, dort ist die Wahrheit, dort ist die effektive Realität. Und in dem Zustand, in dem wir sind, sehen wir die Schatten und wir akzeptieren die Schatten als unsere Realität. Und das ist, also es lamentiert er ja eigentlich. Und ich bin sicher, wenn es Philosophen hat im Publikum, dann können die das vielleicht besser verstehen. Aber es geht mir hier um die grundsätzliche Vorstellung von dieser Distanz, dieser Fakt, dass wir phänomenologisch, sagt man, also in unserer Wahrnehmung der Realität eben nicht Zugang zur Realität haben. Dann als nächstes könnten wir an Aristoteles denken, der einerseits seiner Physik eine klare Gegenüberstellung macht von Natur und Kunst, also Physis und Techne. Und hier, also auch etymologisch, Kunst, also das Artificium, Künstlichkeit und auch Technos haben eine ähnliche Bedeutung. Eben, das heißt, es ist das Kunstwerk, es ist das Ding, das wir geschaffen haben. Aber es ist eben gegenübergestellt dieser Natur. Dann in seiner Rhetorik redet er davon, wenn wir argumentieren oder schauspielen quasi, es gibt das authentisch Natürliche und es gibt das Künstliche und Falsche. Und das Authentische ist überzeugend und das Künstliche ist nicht überzeugend. Der Punkt hier ist, es ist eine Wertung. Es gibt eine Wertung, authentisch natürlich gut, künstlich falsch schlecht, weil. Und dann aus verschiedenen Gründen. Aber mythologisch und also in diversen Narrativen und Fiktionen finden wir diese Art von Wertung wieder, aber wir finden auch etwas anderes, und zwar eine Wertschätzung des Techne, des Artifiziellen. Man denke an Prometheus, der Mythos Prometheus, der das Feuer, eine vielleicht Metapher für nicht nur Leben, sondern eben auch Technologie, den Menschen gibt und dafür aber bestraft wird. Dann Daedalus, dieser Architekt und Künstler und Hersteller von diesen unglaublichen Maschinen, des Labyrinths von Minos. Und er hat diese unglaubliche Macht und die wird aber auch ausgenutzt und sie ist risikohaft, weil man sich vor allem an seinen Sohn erinnert, Ikarus, der mit den künstlichen Flügeln zu nahe an der Sonne fliegt und ins Meer fällt, weil der Wachs sich auflöst. Man denkt aber, und eben dass aber das Schaffen zum Beispiel auch eine eigene Autonomie, also das künstlich Geschaffene irgendwie autonom werden kann und dass wir die Kontrolle darüber verlieren. Das ist zum Beispiel die Geschichte des Golem in der biblisch-jüdischen Mythologie im Mittelalter, oder diese Kreatur, die helfen soll, die Gesellschaft schützen soll vor Außenstehenden, die ihnen Gewalt antun sollen, aber dann auch außer Kontrolle gerät. Und dann natürlich, wenn wir vorausspringen in die Romantik, haben wir
also zu einem Zeitpunkt frühes 18. Jahrhundert, frühes 19. Jahrhundert, mit, wir haben Industrialisierung, Urbanisierung, die Zerstörung der Umwelt, ein sich veränderndes soziales Gefälle, und dann haben wir die Romantiker, die quasi das reflektieren, diese Problematik, unter anderem mit Mary Shelley in Frankenstein, The Modern Prometheus, wo es um einen Wissenschaftler geht, der eben etwas schafft, einen künstlichen Menschen, der aus der Kontrolle gerät. Er übernimmt keine Verantwortung für seine Kreation. Und also hier auch wieder diese tragische Arroganz, Hubris, wie es die Griechen nennen. Oder, fast zeitgleich, E.T.A. Hoffmann, der Sandmann, wo ein junger Mann sich obsessiv, also der hat sehr viele Probleme und es passieren sehr viele Sachen in diesem Roman, aber unter anderem wird er besessen oder ist versessen darauf, diese Frau Olympia, die ihn so anzieht, irgendwie zu retten oder zu verstehen, also er ist völlig von ihr, also in sie verliebt. Und dann stellt sich aber heraus, dass sie gar nicht echt ist. Sie ist ein Automat. Sie ist eine Maschine. Und der ganze Raum geht darum, dass man die Realität nicht erkennt, dass man das Fake, der falsche Mensch, die falsche Frau nicht erkannt hat als das, was sie ist. Dass er eigentlich die ganze Zeit seiner Wahrnehmung nicht trauen kann. Und das treibt ihn in den Wahnsinn. Genau, also in all diesen Narrativen und Mythen haben wir diese Auseinandersetzung und relativ ambivalent mit einerseits eben der Mensch als Künstler, der Mensch als Erschaffer von unglaublichen Dingen, aber dann auch der Mensch, der Kontrolle verliert darüber, das künstliche Schaffen, das nicht mehr erkennbar ist als künstlich und eben über die Kontrolle des Menschen hinweg geht. Und eben, was das eigentlich ausdrückt und warum dies, also wieso also die Wurzeln dieses Unbehagens sind, einerseits eben, es ist extrem menschlich, es ist vielleicht einzigartig menschlich, also nicht wirklich, wir wissen, es gibt Vögel und Affenarten, die ebenfalls Sachen bauen, aber wir sind halt, das ist eigentlich schon etwas, das uns von anderen Spezies differenziert, dass wir Künstler sind, dass wir Technologen sind. Aber gleichzeitig ist diese Arroganz, wenn wir gegen die natürliche oder göttliche Ordnung gehen, birgt das Risiko eines Machtverlustes. Es kann auch sein, Künstlichkeit steht auch für eine Distanz zur Realität, zu einer Wahrheit, zu einer essentiellen Natürlichkeit, die halt als besser gewertet wird als die Künstlichkeit. Und diese Angst, dieser Wahrnehmungsverlust, der Wahrheitsverlust, dass wir eben nicht unterscheiden können zwischen echt und künstlich. Was ich damit eigentlich einfach sagen will, ist, dass dieses Unbehagen kulturell sehr tief verwurzelt ist. Und weil wir es eben immer wieder verarbeiten in Mythen und Fiktionen. Und dass es wie drei Aspekte unserer Existenz oder unseres Denkens betrifft, und zwar das Sein, die Wahrnehmung, das Wissen, und in philosophischer, in einem quasi oder akademischen Vokabular, wie man das sagen, im ontologischen, es handelt sich um eine ontologische, phänomenologische und epistemische Unsicherheit. Jetzt. Wir sind im 21. Jahrhundert und wieso und also inwiefern betrifft das jetzt den jetzigen Zustand? So Mitte 20. Jahrhundert wurde aufgrund von monumentalen paradigmatischen Veränderungen, vor allem technologische Veränderungen, über den sogenannten postmodernen Zustand theoretisiert. Der Fakt, dass Computer, neue Medien von Radio, Film, Fernsehen und Videospielen heute und die globale Vernetzung, dass diese eigentlich die Gesellschaft wie neu strukturiert haben, hat dazu geführt, dass wir uns, dass Propaganda und auch Fake News
eine neue Problematik darstellten. Es führte zu neuen Kunstformen. Es führte zu einer Pluralisierung und Demokratisierung von Gesellschaften im Sinne von, Leute haben mehr Rechte, es gibt mehr Stimmen, es gibt mehr Wissen, grundsätzlich positive Entwicklungen, gleichzeitig natürlich aber auch mehr Konsum, mehr Reichtum, das heißt auch mehr Armut und mehr Zerstörung vor allem der Umwelt. Und eben, jetzt ist wie so, ja okay, und was ist das jetzt, was heißt das, was ist das für eine Welt, eben wenn es jetzt genau um unsere Wahrnehmung, unser Wissen geht, und was für eine Rolle spielt die Künstlichkeit hier? Wir sehen es in Narrativen aus dem 20. Jahrhundert, die sehr beliebt sind, zum Beispiel Do Androids Dream of Electric Sheep oder die Filmversion Blade Runner, wo wieder die gleiche Problematik aufgefasst wird. Was ist, wenn man nicht mehr unterscheiden kann zwischen einem Menschen und der Kopie eines Menschen, eines künstlich geschaffenen Menschen? Was heißt das? Und eine weitere Entwicklung war eine weitere Unsicherheit, nicht nur quasi eine Unsicherheit, wenn es um unsere Wahrnehmung geht, also phänomenologisch, sondern auch ontologisch, wer ist man überhaupt noch Mensch oder ist man eine Kopie, man ist sich nicht ganz sicher. Dann ist es wie, was ist, da gibt es andere Werke, die sich damit auseinandersetzen. Was ist, wenn es entweder wie in Neuromancer oder Snow Crash, also den vielleicht berühmtesten Cyberpunk-Roman, die es gibt, wenn die Simulation, also eine falsche Kopie oder eine künstliche Welt, was ist, wenn diese genauso wichtig wird, wenn nicht wichtiger als die echte Welt? Und dann haben wir natürlich The Matrix, wo es darum geht, was, wenn wir die Realität und die Simulation nicht unterscheiden können? Und die Antwort in der Matrix ist, ja, es gibt, also da eben greift man zurück auf andere Mythen. Man hat einen Messias und der kann dann alle retten und bringt sie dann in eine andere Welt, die zwar sehr, ja, die zwar kaputt ist, aber sie ist besser, weil sie ist echt. Aber natürlich, ironischerweise, ist das Ganze ja eine Parabel, ist ja auch wieder eine Fiktion, wo es eine Prophezeiung gibt und ja. Ja, aber all diese Filme oder und Bücher setzen sich eigentlich mit einem Konzept auseinander, das in der postmodernen Theorie Hyperrealität genannt wird. Was ist Hyperrealität? Es ist ein komplexer Begriff und ich werde darauf Jean Baudrillard und Umberto Eco und andere Theoretiker zurückgehen. Aber wir gehen hier nicht in die ganze ins Detail. Ich sage hier, Hyperrealität ist eine Kopie, die echter ist als das Original. Beziehungsweise es ist ein Zustand, in dem wir eben nicht mehr unterscheiden können zwischen Kopie und Original, beziehungsweise zwischen Simulation und Realität, was auch immer das heißt. Jetzt ein konkretes Beispiel. Was ist Hyperrealität? Vor 2 Wochen habe ich einen Impossible Burger gegessen zum ersten Mal. Und es war, also ich habe gegessen und ich habe meinem Freund gesagt, also sind wir, ich bin mir jetzt nicht sicher, haben sie mir aus Versehen trotzdem Fleisch gegeben? Ich war mir einfach nicht sicher. Ich konnte es, und dann hat er ein Biss genommen. Ja, und dann wissen wir, nein, es ist ein bisschen anders, aber es war so gut. Und natürlich, das ist jetzt so eben das ein Beispiel, ich fand es jetzt einfach sehr konkret. Es ist künstliches Fleisch. Es soll ein Bedürfnis erfüllen, nämlich es soll mich täuschen. Das ist etwas Künstliches, das für mich ein Ersatz sein soll des Realen. Wir können uns natürlich fragen, was ist denn überhaupt natürliches Fleisch? Was heißt das genau? Heißt das, dass es Bio ist? Heißt es, es hat keine Antibiotika drin? Die Kuh wurde nicht genetisch so gezüchtet, dass sie halt extrem viel Fleisch im Körper hat. Also was ist überhaupt natürliches Fleisch? Was ist das? Das kann man hinterfragen. Der Punkt ist, was hier dahinter steckt, ist eben ein Bedürfnis, getäuscht zu werden und diese Unmöglichkeit wirklich zu unterscheiden. Also jetzt
Natürlich, wenn man es unter dem Mikroskop angeschaut hätte, wäre es dann klar gewesen, aber das machen wir normalerweise nicht beim Abendessen. Ich glaube, dass wir gleichzeitig eben, weil, und das ist nur ein Beispiel, ich meine, wir können viele andere Beispiele nennen von Phänomenen, in denen wir nicht sicher sind, ob etwas echt ist oder nicht. Und ein Beispiel dafür ist, sind Bilder von Menschen, die wir sehen oder gesehen haben. Wir wissen, und wir wissen nicht, ob sie echt sind oder nicht. Und ich kann da eben empfehlen, diesen Artikel Design to Deceive, Do These People Look Real to You, weil sie mehrere Beispiele von Firmen geben, wie zum Beispiel Generated Media, deren Business es ist, Fake People zu verkaufen. Bilder von Menschen, die es nicht gibt. Das ist absolut hyperreal, weil wir haben ein Zeichen für etwas, also ein Bild. Und Bilder eigentlich zeigen mir, wie viel Zeit verweisen auf etwas, das es gibt in der Welt. Aber diese Leute gibt es nicht. Alles, was es gibt, ist das Bild, die Kopie. Es gibt kein Original. Und in diesem Artikel, auch das sieht man ja schon am an diesem Titel, ist eben, das getäuscht werden ist nicht etwas, das wir wollen, sondern es ist etwas, vor dem haben wir Angst. Weil, also in dem Moment wird diese Unmöglichkeit, Realität von Kopie zu unterscheiden, vom Künstlichen zu unterscheiden, wird extrem problematisch. Und wir wissen wieso. Also eben, wenn man zum Beispiel, oder Deepfakes, es kann extreme Konsequenzen haben, wenn man einfach alles fabulieren kann und wir einfach alle nicht mehr wissen, was ist echt und was ist nicht echt. Und die, also das ist dann nicht ambivalent, das ist sehr klar eine völlig berechtigte Angst. Und eine, wo wir die Konsequenz bedenken müssen. Ich kann sagen, ich habe jetzt noch mehr recherchiert über diese Firmen und wie sie vermarktet werden, wie sie sich selber vermarkten. Was mir auch aufgefallen ist, sind, wie viele Artikel es gibt wie diesen hier. Also sowohl in diesem Artikel, wie auch zum Beispiel hier im Titel sind es auch Detecting Deepfakes by Looking Closely Reveals a Way to Protect Against Them. Der Diskurs ist einer von, wie können wir uns schützen? Wie können wir sicherstellen, dass wir eben nicht getäuscht werden? Also wir wollen hier diesen Sinn für Kontrolle und einer korrekten Wahrnehmung von Realität und Fake wollen wir wahren. Jetzt, ironischerweise, habe ich auch das Gefühl, dass wer davon weiß, in die Simulationstheorie, also die Theorie, dass wir leben in einer Simulation, dass sich, und eben Elon Musk, ich habe eine Faszination mit dem, ich bin kein Fan, aber ich verfolge den Diskurs über ihn, quasi der auch daran glaubt, dass wir wahrscheinlich in einer Simulation leben. Ich glaube, dass in dieser Theorie wie ein Bedürfnis steckt, zu zeigen, ah, wir wissen ja, dass wir getäuscht sind. Und also wir durchschauen das schon. Und man hört aber das Echo oder das platonische Echo hier. Ja, wir wissen, wir sind in der Höhle und eigentlich gibt es eben eine Realität, die echter ist als unsere Realität. Es gibt eine Realität außerhalb dieser Simulation. Also intuitiv dieses Bedürfnis nach einer Wahrheit hinter dem, was wir sehen, einer höheren Wahrheit. Und ich habe darin, das ist wie, wir versuchen hier diese Ängste, diese Ambivalenz ein bisschen zu vermindern vielleicht. Was ich noch interessant finde, ist Umberto Ecos Buch, also er schrieb ein Essay, das heißt Faith and Fakes, Travels in Hyperreality, und das ist ein Italiener, der in den 70er Jahren durch Amerika reist und sagt, meine Güte, die Amerikaner sind, die lieben Fakes. Und was sie eben wirklich wollen, sind Fakes. Den Zugang zur Realität haben sie über Fakes. Fakes, die besser sind als das echte, the real thing, als die Realität. Und in diesem, und eigentlich, was er wieder argumentiert ist, in diesem Begehren nach Fakes, ist eigentlich, dahinter steckt eine Überwindung von Realität, eine Überwindung von Natur. Weil was natürlich ist, ist, dass Menschen sterben. Das heißt, der Effekt, der dahinter steckt, ist das Unbehagen mit unserer eigenen Sterblichkeit. Ich kann dieses Essay sehr empfehlen. Jetzt, postmoderne Kritik.
Postmoderne Theorien werden im Moment von diversen, also im Moment schon lange, aber im Moment vielleicht ein bisschen mehr, extrem kritisiert aus gewissen Ecken, weil man sagt, ah, diese Theorien schaffen Fragmentierung, diese Theorien betonen diese Unsicherheit, als gäbe es nichts Echtes. Also sie verweigert sich einer materiellen, empirischen Realität und das hat Konsequenzen. Das stimmt so eben aber einfach nicht ganz. Ich finde, diese Kritik kommt von einem Bedürfnis, eben nicht, dass nicht alles kann unsicher sein, nicht alles ist instabil. Es ist ein Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität. Es gibt Sachen, die sind einfach echt, die sind einfach. Aber was es quasi ignoriert, ist, dass es in der postmodernen Theorie oft darum geht zu sagen, wir konstruieren unsere Realität. Das ist der Punkt, wir konstruieren sehr viel unsere Sprache, unsere Medien, Diskurse konstruieren Kategorien und soziale Ordnung. Und ich glaube, dass wir in der Auseinandersetzung mit algorithmischer Ungerechtigkeit, und gestern hat es ja dazu einen Vortrag, dass wir in dieser Auseinandersetzung genau sehen, wieso das eben relevant ist, wieso diese Vorstellung von Konstrukten, von der Künstlichkeit gewisser von menschlichen Kategorien, von Denkstrukturen, Wissensstrukturen, wieso das eben eine sehr produktive Art ist und wichtige Art, über unsere Gesellschaft und Technologien nachzudenken. Ein Beispiel hier, John J. Neelapols Buch We Are Data, Algorithms and the Making of Our Digital Selves, wo er unter anderem sagt, our datafied lives, when aggregated and transcoded into quotation mark categories, increasingly define who we are and who we can be. Das ist sehr relevant, weil darum geht es vielen postmodernen Theoretikern, dass wir eingeschränkt sind durch Sprache, weil wir können nur Sachen wahrnehmen, für die wir einen Namen haben. Und jetzt, was passiert in der Welt der Daten? Er beschreibt quasi, wir haben Datenmodelle, das heißt Kategorien. Und unser Verhalten, wenn wir kreieren Daten oder wie auch immer wir uns bewegen im virtuellen Raum, wir kreieren Daten. Jetzt, diese Daten werden wahrgenommen, wenn sie in ein Modell reinpassen. Und so wird man dann quasi vom Algorithmus wahrgenommen, als heißt, das ist eine Frau zwischen 20 und 40 Jahren, oder es ist ein Mann zwischen 50 und 80 Jahren, oder es ist ein Kind. Es gibt andere Kategorien. Aber wahrgenommen werden die Daten innerhalb dieser Kategorien. Das heißt, wir existieren nur innerhalb der Datenmodelle, wir sind nur interpretierbar oder intelligible Subjekte oder auch Objekte in wenn wir in diese Kategorien passen. Und da kann ich einfach auch noch empfehlen, dass man sich das Konzept von Gilles Deleuze, das anstatt Individual, das Individual, dass man sich das anschaut. Ich kann nicht darauf eingehen jetzt, aber es ist quasi verwandt. Aus diesem Grund gibt es eben auch Leute wie Ed Finn, dieses Buch kann ich auch sehr empfehlen, der wie sagt, in unserem Umgang, oder in unserem Leben heutzutage, das einfach klar geprägt ist von Algorithmen, so wie es vorher von Fiktionen und Filmen und Medien geprägt war, sind jetzt Algorithmen auch Teil unserer Realität und wir müssen sie lesen können. Und wir müssen sie auch erkennen als eine Reflexion von menschlicher Arbeit, von materiellen Zuständen und von Ideologien. Das heißt eben, wenn man sagt, wie so viele Wissenschaftler es jetzt machen, hey, wir müssen uns anschauen, was reproduzieren oder produzieren Algorithmen für Kategorien. Schaffen wir Kategorien oder schaffen wir Programme, die Gesichtserkennungsprogramme, die Gesichter von Frauen oder dunkelhäutigen Menschen nicht erkennen können? Kreieren wir Programme, welche sexistische Sprache, welche sie auf dem Internet lernen, also im Machine Learning Umgang, die das wieder reproduzieren? Jetzt. Fazit ein bisschen, und das ist, ich weiß, es ist viel, ist eben, dass was diese Menschen macht, sei es eben Ed Finn oder auch Jamie Lippold, ich würde das nennen eine Art der algorithmischen Dekonstruktion.
Und Dekonstruktion ist eben so eine, oder ist eine Methodik oder eine Perspektive, die in der Postmoderne einfach so prominent worden ist, weil sie nötig ist und sie ist immer noch nötig. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir verstehen, dass Künstlichkeit als Begriff eine kulturhistorisch affektive Kategorie ist, die viel Unsicherheit und Unbehagen prägt. Ich glaube, Künstlichkeit hebt ideologische Fundamente und die Konstruktivität von Kategorien hervor. Eben die, vielleicht auch die Künstlichkeit von gewissen Binären, das heißt eben auch, dass wir sie auseinandernehmen können. Oder wenn es ein Konstrukt ist, dann kann es dekonstruiert werden. Und ich frage mich, ob das Unbehagen mit der Künstlichkeit eigentlich eben ein Unbehagen damit ist, dass eben gewisse Kategorien, die soziale Gefälle und oft ungerechte soziale Gefälle widerspiegeln, schaffen und produzieren, dass sie diese widerspiegeln. Und so wäre mein Argument eigentlich, wie, wenn wir dieses Bewusstsein haben, dass dieses Unbehagen schon lange existiert, dass wir das haben, dass das eben seine Wurzeln hat und dass wir es anerkennen und uns aber das auch hinterfragen. Dass wir dann eigentlich mit diesen Risiken und Potenzialen von künstlich erschaffenen Dingen, also von Technologie, wenn wir dass diese Analyse dann besser oder wie ein bisschen selbst, mit mehr Selbstreflexion vonstatten gehen kann. Und wenn wir also zurückkommen zu diesem Zitat, eben hier, ich pedant, eben diese Opposition, künstlich-menschlich, ist nicht zutreffend, macht so nicht unbedingt Sinn, aber das Anliegen, dass wir uns selber als Künstler, als Macher und Schaffer von Technologien und eben auch Realitäten verstehen, dass das ihr Anliegen ist, das ist wirklich, das ist mir klar und das können wir weiterhin, das wird einfach Teil sein unseres Denkens, wenn wir uns mit unserem Schaffen auseinandersetzen. Ja. Ja. Ja, vielen Dank dir, Orgeana. Wir haben ein paar Fragen vom Chat bekommen für deinen sehr interessanten Vortrag. Und zwar hat DMI fragt, mich würden die politischen Implikationen der Simulationstheorie interessieren. Gibt es da eine Wahlverwandtschaft zwischen der Simulationstheorie und der libertären Position Theorien? Okay, das ist viel. Ja. Also, einen Moment. Und ich weiß nicht, ob das die Frage, ich werde es jetzt einfach auf das lenken, ein Problem oder etwas, was quasi auch eben in der postmodernen Theorie problematisch ist oder in diesem Konflikt quasi. Ist die Idee, dass wenn alles ja nur ein Konstrukt ist und jetzt ob wir sagen, es ist alles eine Simulation oder es ist wir Menschen konstruieren, es ist unsere Kategorien und die sozialen Gefälle sind nicht etwas, das natürlich ist, sondern wir haben das so kulturell, historisch, wir haben die Sachen kreiert und man kann die auch ändern. Es wird quasi wie missverstanden, aber das heißt, wieso dann ist ja alles egal. Dann haben wir so inhärente humanistische Prinzipien, wie zum Beispiel eben der Wert eines menschlichen Lebens, sind dann eben, das ist wie egal. It doesn't matter. Es ist. Es spielt keine Rolle mehr, ist nicht mehr wichtig. Es ist wie eben dieses Matter, es ist so ein gutes, es ist nicht so materiell und dann ist das wie egal. Ja. Und das stimmt nicht, oder? Es geht ja nicht, es geht mehr darum, also logisch gibt es eine materielle Realität. Und ganz ehrlich, ob wir in einer Simulation sind oder nicht, ist ja dann wie eigentlich egal. Weil, ob ich jetzt der NPC bin, also ich bin in der Realität der anderen immer das andere. Ich bin immer der NPC und wer auch immer, und das Subjekt ist, quasi der aktive Spieler oder was auch immer. Trotzdem ist es ja einfach eine Wahl, die wir treffen können, uns ethisch, moralisch zu verhalten. Es ist eine Wahl,
eben Ideologien sind bis zu einem gewissen Punkt, also eben der freie Wille, aber über das sprechen wir schon, oder über das philosophieren wir schon lange, und das ist eigentlich jedem überlassen, wie er seinen eigenen freien Willen verstehen will. Aber ja, also es soll nicht eine Entwertung sein der Realität, also der Simulation, wenn man darüber spricht, dass es eine Konstruktion ist. Es kommt wieder darauf an, vielleicht auch was eben das, was man glaubt, wer dieses Konstrukt geschaffen hat und wieso. Aber da haben wir, weil wir es nicht wissen können, müsste es wie einfach egal sein. Was war der zweite Teil der Frage? Gibt es... Wegen der Libertären. Die Libertären, Position und Theorien. Also da eine Wahlverwandtschaft zwischen Simulationstheorie und libertären Positionen, sprich Theorien. Ja, ich habe es jetzt wieder um diese Selbstverantwortung, freie Wille. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde ich jetzt schwierig zu sagen. Also jetzt, man könnte da eine, müsste man die Begriffe, finde ich, klar definieren. Also für vielleicht mich, können wir auch einfach zur nächsten Frage gehen. Ja. Roth fragt, wie bewertet das Christentum künstliche Wesen? Plakativ, kann eine digitale Kopie eines Menschen in den Himmel kommen? Das ist eine gute Frage. Also erstens, die Bibel, also da ihr kommt, okay. Also ich muss noch sagen, zu dem, was ich forsche oft, ist eben auch Gender und Rasse. Und da muss man sagen, Künstlichkeit ist, und Täuschung ist extrem gegendert, oder? Weil zum Beispiel die Hure von Babylon oder ist die Täuscherin. Es wird bis zu einem gewissen Grad einfach klar abgewertet, das, was künstlich ist. Aber jetzt muss ich sagen, das ist eine Weile her, seit meinen Hermeneutikkursen. Und ich versuche an ein anderes Beispiel zu... Ja, natürlich, also eben der Teufel ist ja auch ein Täuscher. Das heißt, generell, wenn wir einfach diese... Immer dort, wo eine Überlappung zwischen künstlich und Täuschung klar ist, wird es klar abgewertet. Und wir sehen das ja dann auch später, quasi im Antisemitismus, ist das ja immer auch diese Vorstellung quasi, dass es irgendeine Verschwörung gibt, dass wir getäuscht werden von einer Kabal von Menschen. Und kann ein digitaler Mensch, eine digitale Kopie eines Menschen in den Himmel kommen? Ja, genau. Das ist eine super Frage. Frage ist, ob der Himmel digital ist, also ein digitaler Himmel existiert, wenn man schon diesen Glauben vertritt. Ja, du, man will es hoffen, oder? Mal eine Frage von meiner Seite. Zum Beispiel, das Künstliche widerspiegelt sich ja zum Beispiel auch in Snapchat-Filtern zum Beispiel. Das ist ein klares Beispiel. Ja. Jetzt ist da die Frage, wollen wir uns selber so sehen, die Snapchat-Filter anwenden? Oder wollen die Zuschauer, die Snapchat durchscrollen, wollen diese überhöhte Bilder als sich so sehen? Oder wollen beide das so sehen? Was ist eigentlich da eher da der Fall? Sich selber sich überhöht zu sehen, das ist wahrscheinlich eher der Fall, aber ist das auch wirklich so? Gut, hier geht es um ein, also das ist spannend, weil eigentlich geht das jetzt wie so in die Richtung, die ich in meiner Dissertation eben auch sehr verfolge, zur Ästhetik, oder? Also ästhetisch ist alles, wird immer künstlich, ist extrem künstlich. Und unser Bezug zu Bildern ist einer, wo wir quasi... Eben, wir sind uns eine gewisse Ästhetik gewohnt, sei es in Filmen mit CGI oder eben auf Snapchat oder Instagram, dass alles eben extrem fake ist. Und wir sind da auch wieder extrem ambivalent. Selber logischerweise, also gerade, ja, Schönheit ist halt einfach ein sehr positiv gewertetes Ideal, oder? Und darum wollen wir schön sein, weil schön sein heißt ein guter Mensch sein, geht auch wieder auf die Griechen zurück. Und dann ist da auch ein Erwartungsverhältnis
da. Wir wissen, dass je schöner wir sind, desto mehr Aufmerksamkeit bekommen wir. Aber ich meine, das Krasse ist eben, wenn wir jetzt denken an Leute, vor allem junge Frauen, oder nicht nur Frauen, vor allem Frauen, aber auch junge Männer, die sich operieren lassen oder aufspritzen lassen, damit sie aussehen wie in den Filtern. Oder? Also wo der organische, reale Körper so verändert wird, dass er aussieht wie das künstliche Bild. Und klar, das machen wir ja schon lange, das machen wir mit, also dieses Verhältnis zwischen Bild und Realität, das ist kompliziert und das war schon immer in einer Wechselwirkung. Aber es nimmt jetzt natürlich noch ganz andere Dimensionen an, weil wir mit diesen Filtern dass wir mathematisch berechnen können, wie das optimale Gesicht aussieht, einen Filter machen können, der dann dieses ästhetische Bedürfnis erfüllt. Und es ist befremdlich, oder? Wir entfremden uns unsere eigenen, unsere eigene Natürlichkeit. Und eben da will man will ja die Natürlichkeit nicht, also ich persönlich nicht zu fest aufwerten. Weil was heißt das überhaupt? Natürlich. Aber da komme ich vielleicht schon in die. Entschuldigung, dass ich da hineinfalle, ja, aber da komme ich wahrscheinlich schon in die nächste Frage. Kann der Wunsch nach Natürlichkeit nicht auch ein Hyperrealismus sein in der Überhöhung der Natur? Absolut. Und zwar, es ist so spannend, es gibt. Ich bin halt auch Amerikanistin, das heißt jetzt vieles im amerikanischen Ding. Aber wir haben jetzt zum Beispiel gerade die Romantiker, oder? Die haben so, eben das ist ein romantisiertes Bild der Natur, wo sie das so aufwerten und es ist wie so, aber es wird ästhetisch, es wird künstlich, in Gemälden, also in der Malerei, sei es in der Poesie, wird die Natürlichkeit durch das Künstlichste, dass wir haben, und zwar Sprache und Bilder, die wir schaffen, wird völlig aufgewertet, oder? Und jetzt, also wir können es auch auf jetzt beziehen, also wenn man auf Instagram geht und man hat, also ich weiß, und wir haben diese Bilder von Natur und Leuten, die campen und die haben süße Hunde und die sind so naturverbunden und da drin, also es ist eine Art Pornografie, oder? Es ist so Naturpornografie und es ist sehr performativ. Es hat mit dieser Ambivalenz zu tun. Und da gibt es ein Buch von Leo Marx, The Machine and the Garden, das auf das Genre des Pastoralen eingeht, das auch auf die Griechen zurückgeht, wo eben auch schon die Griechen diese Idee, es gibt so ein Arkadia oder eine wunderschöne, unberührte Natur, wo man quasi weg ist von der Politik und der Stadt. Aber das gibt es gar nicht so. Und ich meine, Natur ist auch schrecklich. Also es ist eine Idealisierung. Also Natur ist genauso ein Ideal wie Schönheit und sie wird halt vermittelt durch künstliche Mittel, also durch Medien. Vielleicht noch eine kleine kurze Antwort auf eine Frage, obwohl die Frage wahrscheinlich nicht so einfach ist. Kann man das Vermitteln von Algorithmen, sprich vom Künstlichen, Nicht-Künstlichen, kann man das simpel gestalten, diese Vermittlung, dass die Leute das auch verstehen, was das sein soll? Vielleicht eine ganz kurze Antwort. Also ich weiß nicht, was einfach heißt. Man muss halt manchmal ein bisschen ausholen, oder? Aber ja, ich glaube, also genau, es ist das, was Ed Finn dafür argumentiert, ist einfach eben das Algorithmic Literacy, dass wir uns einfach daran gewöhnen, analytisch nachzudenken über die Dinge, die wir schaffen, sei es Bilder oder Filme oder Algorithmen, und dass wir dort quasi uns selber als diese Schaffenden und die Implikationen des Schaffens, des Kreierens und der Ideologien und Voreingenommenheit, bla bla, die dahinter stecken, dass wir uns dessen wie so einfach konstant bewusst sind. Und das fängt halt, also dieses analytische Denken, das ist Teil einer humanistischen Ausbildung und eines Tages wird halt vielleicht auch das algorithmische Lesen und Verstehen Teil sein der Bildung. Ganz vielen herzlichen Dank für deinen ausführlichen und sehr interessanten Vortrag.
Es geht weiter in der World, in der 2D-Welt. Da bist du ja auch noch. Dann bist du per Chat oder Jitsi zu erreichen. Wir wünschen euch weiterhin viel Spaß im Winterkongress 2021. Besucht uns auch im Winterkongress World in der 2D-Welt. Vielen Dank. Mein Name war Kubik Pixel. Vielen Dank, Morgane. Danke. Merci.